Herzlich willkommen zu unserer astrologischen Monatsprognose Dezember 2018. Bis zum 4. Dezember haben wir noch ein Sonne-Mars-Quadrat am Himmel, das ja bereits Ende November wirksam war und das für Aggressionen, Gewalt steht. Und ja, in diesen Tagen müssen wir noch etwas achten, dass es nicht zu Zerwürfnissen, Auseinandersetzungen kommt. Und bis 6. Dezember ist außerdem noch Merkur rückläufig. Das heißt, Geschenke kaufen, wenn Sie es vermeiden können, bis 6. Dezember wäre großartig, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Geschenke unter rückläufigem Merkur zurückgegeben werden, umgetauscht werden, ist sehr groß. Ab 7. ist er dann eben direktläufig und da haben wir auch einen Neumond am 7. Dezember im Schützen. Der gibt uns eine gewisse Energie, eine gewisse Aufbruchstimmung. Er wird allerdings begleitet von einer Mars-Neptun-Konjunktion. Das heißt, die Menschen sind immer noch irgendwie gereizt. Das ist ja die Reizung, der Ärger, der aus Neptun, aus dem Unbewussten kommt. Und es steht eine Konstellation, die auch für Heimlichkeiten, Intrigen oder auch Vergiftungen durch Drogen, Alkohol steht und der auch oft mit Geheimnissen verbunden ist. Also keine gute Zeit bis dahin. Dann aber werden die Tage immer besser. Um den 16. Dezember herum steht die Venus, die ja den ganzen Dezember ab 2. Dezember, den ganzen Dezember im Skorpion steht und dort mit sehr viel Leidenschaft und Tiefgang in der Liebe verbunden ist, die steht da um den 16. im Sextil in einem freundlichen, harmonischen Winkel zu Saturn. Und das heißt, jetzt ist es an der Zeit, Liebesbeweise anzubringen, seinem Partner zu zeigen, wie sehr man ihn mag, was einen verbindet. Und das ist also wirklich eine sehr schöne Zeit und das gleichzeitige Mars-Pluto-Sextil gibt einem vielleicht den Mut, auch mal Gefühle zu zeigen, zu offenbaren, auch wenn man damit ein Risiko eingeht, vielleicht nicht angenommen zu werden, dass die Gefühle vielleicht nicht erwidert werden. Um den 20. Dezember herum wird die Zeit immer intensiver. Die Sonne steht jetzt im Trigon zu Uranus. Das ist eine Zeit, in der man Umbrüche anbringen kann, in der man zu neuen Ufern aufbrechen kann. Es ist eine Zeit der positiven Wende und positiven Überraschungen. Also da liegt sowas Freudiges in der Luft. Und am 21. da haben wir die Wintersonnenwende. Und Wintersonnenwende bedeutet, jetzt werden die Tage wieder länger. Bis dahin haben wir die längste Nacht des Jahres. Also die Dunkelheit ist voll da, aber die Tage werden wieder länger, das Licht siegt. Und so ist es kein Zufall, dass ausgerechnet in diese Tage hinein die Geburt Christi fällt. Also das Licht siegt über die Dunkelheit und jetzt kommt das Besondere. In diesen Tagen, und das ist wirklich mystisch und geheimnisvoll, haben wir ein Trigon zwischen Venus und Neptun am Himmel. Wirkt auch sicher noch bis in Weihnachten hinein. Und Venus steht ja für die Liebe und Neptun ist der Planet des Christentums. Es ist die höhere Liebe, die selbstlose Liebe, die geistige Liebe, die platonische Liebe. Und dieser Aspekt Venus-Trigon-Neptun taucht diese Tage in ein besonderes Licht und macht uns offen für Versöhnungen, schafft den Boden, bereitet den Boden für ein Aufeinanderzugehen. Und es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Vorweihnachtszeit von dem her. Am 22. haben wir dann auch noch Vollmond im Krebs und man weiß ja, Vollmond steigert immer die Gefühle, lässt unsere Seele aufatmen im positiven Sinne und der steht jetzt im Krebs und Krebs ist das Zeichen der Familie. Also da ist auch wirklich in der Familie eine Vorfreude da und die Chance, Familien zusammenzuführen und das ist eine Gelegenheit, um vielleicht alte Feindschaften abzubauen, so wie man es sich an Weihnachten eigentlich wünschen würde.
Am 24. selbst, also am Weihnachtsabend, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ist auch eine gute Zeit, aber da steht der Mond nach wie vor noch im Krebs, Ende Krebs, und steht da in Spannung zu Uranus im Widder. Zwischen 14 und 18 Uhr ist dieser Winkel gerade genau. Da können viele Missgeschicke passieren und da wird alles so ein bisschen hektisch und dann können die Menschen auch ärgerlich gereizt reagieren. Also da ein bisschen den Ball flach halten, dann können auch diese Stunden gut überstanden werden. Am 25. haben wir ein Merkur-Neptun-Quadrat am Himmel. Das heißt, so eine gewisse Müdigkeit ist schon da in diesen Weihnachtstagen. Aber die Stimmung ist trotzdem insgesamt gut. Kurz will ich noch auf Silvester eingehen, in die Nacht vom 31. Dezember auf 1. Januar 2019. Da wirkt bereits eine Sonne-Saturn-Konjunktion am Himmel. Das ist nicht die Konstellation, die exzessives Feiern fördert. Ja? Also da sind Menschen eher so ein bisschen gedrückt und ein bisschen ernst, denken vielleicht in die Zukunft. Und auch der Mond im Skorpion in dieser Nacht deutet da eher auf intensive Gefühle an, die aber mehr nach innen gehen. Ja, das Jahr 2019 wird spannend. Ich darf Ihnen das jetzt schon sagen. Ich werde bald darüber berichten. Vorerst wünsche ich Ihnen eine wirklich schöne Vorweihnachtszeit und ein ja, fröhliches, erfülltes Weihnachtsfest. Von ganzem Herzen. Alles Gute.